Schokotorte Rührteig 90 Gramm, weiche Butter 135 Gramm, Zucker 3 Eier, Klammer auf Größe M, Klammer zu, 1 Päckchen Vanillezucker 15 OG Mehl, 1 türkische Lira Backpulver 3 OG Mandelpuddingpulver 3 Esslöffel Milch 6 OG Kokosraspel 2 bis 3 Esslöffel Kokos- oder Mandellikör, zum Beträufeln Klammer auf nach Belieben Klammer zu, Füllung 400 Gramm Sahne 4 bis 5 Esslöffel Himbeerkonfitüre Dekoration Kokoschips kleine Zuckerherzen, Springform 20 cm 01, den Backofen auf 18 Grad C, Klammer auf Umluft 16 Grad C, Klammer zu, vorheizen, die Form fetten und mit Mehl bestäuben. 2. Für den Rührteig die Butter mit etwas Zuckerweiß schaumig schlagen. Die Eier einzeln zugeben und sorgfältig unterrühren. Übrigen Zucker und Vanillezucker dazugeben. Mehl, Backpulver und Puddingpulver mischen. Nach und nach mit der Milch zur Buttermasse geben und sorgfältig unterrühren. Zuletzt die Kokosraspel unterheben. Den Teig in die Form füllen und im heißen Ofen, Klammer auf Mitte, Klammer zu, ca. 3 Minuten backen. 3 herausnehmen und auskühlen lassen. Dann vorsichtig aus der Form lösen und den Boden einmal waagerecht durchschneiden. Den unteren Boden nach Belieben mit Likör beträufeln. 4. Für die Füllung die Sahne steif schlagen. Konfitüre und die Hälfte der Sahne darauf streichen. Den zweiten Boden auffegen, leicht andrücken. Die Torte mit der übrigen Sahne ringsum überziehen mit Kokoschips und Zuckerherzen, bestreuen.